Am Fuße des Mirminger Gebirges liegt die Gemeinde Mirming mit ihren ca. 3.800 Einwohnern. Mit seinen Bauernhöfen, den Moos- und Lauchwiesen ist Mirming ein reizvolles Gebiet, das sich dem sanften Tourismus verschrieben hat. Wir in Mirming haben noch ein sehr intaktes und vielseitiges Bauerntum. Neben vielen kleinstrukturierten Bauernhöfen, die im Nebenerwerb geführt werden, gibt es noch einige Vollerwerbsbauern, große Vieh- und Schafbetriebe, Mutterkuhhaltung und auch einen großen Hühnerbetrieb. Wir haben auch viele Direktvermarkter, die einen eigenen Hofladen betreiben, Milch vor die Haustür der Kunden liefern oder ihre Produkte beim Bauernmarkt in Mirming anbieten. Auf der Hochfeldernalm wird noch die gesamte Milch in Butter und Käse weiterverarbeitet. Eine Köstlichkeit, glaubt's mir's, kann ich nur weiterempfehlen. Unsere Bauernhofprodukte werden im heimischen Tourismus besonders geschätzt und gerne gekauft. Viele Bauern liefern ihre Produkte in Hotels und Gasthöfe. Das ist für uns eine sehr wichtige Einnahmequelle. Wir Bauern revanchieren uns gerne. Unser Beitrag zum lebendigen Tourismus ist die Landschaftspflege, die Erhaltung von Brauchtum und das Bekenntnis zu unserer Tradition. Heute leben viel weniger Leute auf die Bauernhöfe als früher. Waren es oft früher 3 Generationen, die zusammen die Arbeit verrichtet haben, so ist es heutzutage meistens die Bäuerin allein, die was den Hof managt. Oder ihr? Wir haben die Ortsbäuerin Barbara Spielmann und ihre Stellvertreterin Daniela Capella besucht und gefragt, was alles für die Bäuerinnen im Jahr 2013 ansteht. Faschingsball, Kräuterbischel binden, Erntedankfest, Maifestel, Prozessionen, Ausflug, Kirchleise Bachen beim Weltsporttag, Almabtrieb, Adventfenster. Ist schlecht, hä? Ja, mein Lieber. Bäuerin sein bedeutet für mich Verantwortung. Verantwortung gegenüber Mensch und Tier, weil wir produzieren Lebensmittel, sei es Milch oder Fleisch, und haben auch Verantwortung gegenüber den Konsumenten. Bäuerin sein bedeutet für mich aber auch Dankbarkeit. Dankbarkeit deswegen, weil wir als Bauern im Einklang mit der Natur leben dürfen. Und das möchten wir gern an unsere Kinder weitergeben. Das miteinander arbeiten, oft hart arbeiten, das miteinander zusammenhocken, das miteinander reden, dass sie das spüren. Wir sein gern Bauern. Wir kennen unsere Wurzeln und wissen, wo wir herkommen und sein stolz drauf. Ich wünsche mir, dass die nächste Generation unsere Landwirtschaft weiterführen möchte und dass wir ihnen einen gesunden Hof übergeben können.